Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei den Sims, unsere Verrückten. Was machen die denn eigentlich hier? Ich muss mir gerade erstmal einen Überblick verschaffen. Essen, essen, aufwaschen. Ja, was macht der Kater? Der Kater pennt. Was macht Cherry? Cherry pennt auch. Das ist supi, die pennen alle hier. Ich muss mal gerade ein bisschen den Sound hier leiser machen. So, doch sehr laut auf den Ohren. Ihr schickt mir ja, wo ist denn jetzt Grandpa hin? Grandpa? Grandpa? Ah, aufs Klo. Ich verstehe nicht, warum die nicht hier oben... Ja, ich verstehe es einfach nicht. Ihr schickt mir ja immer mal wieder ganz tolle Links und hilfreiche Tipps und wo ich mir was runterladen könnte und wo ich was finde und, Gott, hier gammelt die Zeitung vor sich hin. Oh, was? Stopp! Paris hat die Grippe schon wieder. Grandpa hat auch schon wieder die Grippe. Oh Gott, und wer bist du? Prinz. Hi, Prinz. Links und Internetseiten, wo ich irgendwelche schönen Sachen kriege. Und da habe ich mich jetzt mal... Alter, Dr. Dre. Was hast du denn jetzt für einen Anfall? Können wir das hier mal wegmachen gerade? Der Kater hat einen Anfall. Ein Anfall. Jetzt habe ich schon gedacht, er wollte sich hier auf den Prinz stürzen. Warum kann ich nicht? Ach, ich würde zu gerne hier mit dem Kater interagieren können und erstmal über den Hund hierher fallen. Naja. Was wollte ich sagen? Ach so, ich habe mir auf jeden Fall mal die Zeit genommen und habe ein bisschen rumgestöbert. Habe ich ja zwischendurch immer mal wieder bei den Seiten, die ihr mir genannt habt. Und ich habe auf einer Seite ein paar schicke Frisuren aufgetan. Das war sich nämlich gewünscht worden. Wir könnten doch mal hier die Frisuren ändern von den Damen. Okay. Ich steige hier gerade überhaupt nicht durch. Was möchte sie denn jetzt? Ach so. Das könntest du gerade mal machen. Kommando. Sprechen. Mach das mal, Kind. Hör mal auf zu tanzen. Wir wollen dir einen Wunsch erfüllen, Perle. Ach, herrlich. Sie freut sich. Das ist die Hauptsache. Was? Auto? Nee, haben wir erst verkauft. Du brauchst kein neues Auto. Okay, Madame geht in den Sarg pennen. Das ist ja super. Ja, pass mal auf, Niki. Dann werden wir mit dir jetzt schon mal anfangen und ein kleines Makeover machen. Würde ich vorschlagen. Aussehen ändern. Hier, hör mal auf da. Komm mal von der Couch. Was macht er? Er duscht. Sie pennt immer noch. Die muss doch auch zur Schule bald wieder, ne? Na gut. Nikis Makeover. Ich hoffe, es sind ein paar gescheite Frisuren dabei, die ich ausgewählt habe, die erstens gut aussehen und zweitens natürlich auch ein bisschen euren Geschmack treffen. Niki. Wir möchten natürlich, oder ich möchte natürlich schon... Dass sie nicht ganz, sie soll natürlich Niki bleiben, ne, ist klar. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht für sie. Die Frisuren hatte ich ja vorher schon. Ach, nee, das ist viel zu brav. Lasst mich mal gucken, was gab's denn hier noch Schönes? Das hier finde ich gar nicht so schlecht. Gefällt mir nur hier oben an der Stirn. Sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Was war das? Ach so, die kannten wir schon. Finde ich aber auch ganz okay. sowas hier vielleicht. Obwohl, das wäre vielleicht eher was für Cherry, ihre Rasterlocken, ne? Wenn sie die mal aufmacht, dann sieht sie wahrscheinlich so aus. Wie ein zerfressener Mob. Okay, also das eher nicht. Das hier hatte ich auch überlegt für Cherry. Nicht in der Farbe, aber finde ich schon mal ganz cool. Sieht das hier kacke aus mit der Stirn da oben? Nö. So, das hier mit Essstäbchen im Haar finde ich auch gar nicht schlecht. Aber ich hatte da noch was. Oder hier mit so einem schicken, das finde ich auch ganz cool. Hinten zu so einem Zöpfchen. Aber ich hatte da noch irgendwas anderes. Ich muss mal gucken. Bei den Benutzerdefinierten ist die Frage... das hier sieht so aus wie... naja. Von vorne finde ich es witzig, von hinten finde ich es völlig daneben.
Sieht total scheiße aus hinten, aber egal, Hauptsache ich hab's. Das gefällt mir gut. Hier mit so'm Dingensbumsens im Haar. Das mag ich ganz gerne. Bräuchten wir nur mal vielleicht ein bisschen ihre Haarfarbe. Aber das habe ich nicht im Braun. Da müssten wir ihr die Haare gerade mal heller färben. Naja, so hell auch nicht. Haben wir das hier noch irgendwie? Das finde ich krass. Das gefällt mir richtig gut, die Farbe. Nein, das nicht. Das sieht krank aus. Ja, also ich würde das hier nehmen. Dann hat sie halt jetzt ein bisschen hellere Haare, haben wir ihr die gleich ein bisschen aufgehellt. Oder was sagt ihr? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich nehme erstmal die. Oder? Ach, oder? Ach, es ist aber auch nicht einfach. Nee, 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 nee. Oder die? Ach, ich kann mich nicht entschließen. Ich kann mich nicht entschließen. Oder die mit den Essstäbchen. Die finde ich sehr witzig eigentlich, obwohl die von hier ein bisschen merkwürdig aussieht. Ach, ach. Es ist aber auch gar nicht so einfach, ne? Also ich wähle jetzt erstmal die. Ihr habt ja jetzt ein bisschen die Auswahl gesehen. Dann könnt ihr ja vielleicht nochmal eure Meinung dazu kundtun und ansonsten nehmen wir erstmal die hier. So, Kind. Zeig dich mal. Gut oder nicht gut? Ich würde dich gerne mal. Zeig dich mal von vorn. Es grinst. Okay, es grinst. Grinsen ist ein gutes Zeichen, oder? Zeig dich mal. Ach ja, ist okay. Niki, deine Fahrgemeinschaft kommt dann auch gleich. Aber sie sieht jetzt völlig anders aus, finde ich, durch die hellere Haarfarbe, oder? Sieht gar nicht mehr so richtig aus wie. Was hast du jetzt kaputt? Klo kaputt. Gut, hast du aber jetzt keine Zeit mehr für, ne? Genau. Du musst da mal Duschi-Duschi machen. Na, schmeckt's uns denn, mein Freund? Warum gehst du nicht hier dran? Ist das nicht mehr gut? Das dampft noch nicht. Ach, Dr. Dre. Dann lass dir's schmecken. Wird's wenigstens nicht schlecht. So, die Madame pennt. Das ist ja blöd. Cherry pennt auch noch. Grandpa, was macht der, der klampft? Klampfi die Klampfi? Morgens um 5:30. Wollen wir dir auch ein Makeover verpassen? Sag mal. Aber für dich habe ich eigentlich keine Frisuren rausgesucht. Bei dir pennt die Cherry. Und warum sieht denn dein Bart eigentlich schon wieder aus hier wie. Ach, ich weiß gar nicht. Kannst du das mal. Warum kannst du das nicht. Huch! Gott, oh Gott! Grandpa? Warum kannst du das hier nicht sauber machen? Hast du keinen Bock mehr? Meinst auch, Doch, da aufwischen. Da vorne an der Kante. Hier, wisch mal auf. Aufhören zu klampfen. Genau. Sammel dein Glas ein, dein imaginäres. Jequa, ja. Aufwischen. Hat er gar kein Glas hingestellt? Ja, Umgebung ist scheiße, ne? Ist mir. Oh, falsche Richtung. Ist mir klar. Warum steht hier kein Glas? Mir zu denken. Mach es sauber. Alte Nervensäge. Ja, oh, das Kind ist zur Arbeit. Okay, wie sieht's denn da eigentlich aus? Was bräuchte die? Du bräuchte auch mal Sauberkeit, glaube ich, ne? Die ist schon lange nicht mehr aufgestiegen, die Madamse. Oh Gott, jetzt wird die wach. Wie sieht's denn bei dir aus? Es ist 6:30. Du musst in eine Penne, ne? Okay, pass mal auf, dann gehst du mal Pipi. Gehst du hier unten direkt bei Grandpa? Das finde ich sehr löblich, Kind. Geh mal raus, Grandpa. Ich muss mir mal die Buchse runterziehen. Ja, der macht das auch noch. Da kannst du mal sehen. Den hast du aber gut dressiert, Mädchen. Makawa! Was? Oh mein Gott, oh mein Hat er gerade gesagt, oh mein Gott? Okay, wenn wir Cherry dann schon mal hier unten haben, dann werden wir nämlich bei der das selber mal machen. Und dann werden wir der. Oh, Alter. Diese Pickel hier. Das ist furchtbar. So, Kind, dann werden wir mal deine Rasterzöpfe ein bisschen aufmachen, würde ich vorschlagen. Du hast schwarze Haare, ne? Wie sieht denn das aus? Finde ich irgendwie witzig bei ihr. Vor allen Dingen sieht man dann den fetten Pickel auf der Stirn nicht. Zeig mal das. Nee. Das? Nee. Das passt ja überhaupt nicht. Wie wär's damit? Naja. Okay, würde gehen, aber. Nee, nee, ich wollte ein bisschen bei den Rastas bleiben.
Und das hier vielleicht nehmen, ne? Dann hat sie da schon mal so ein bisschen aufgedreht. Alter, der Pickel. Das ein bisschen aufgedreht und deswegen ist das hier so bauschi-flauschi. Ich glaube, das nehmen wir erstmal für sie. Finde ich ganz cool. So, warte mal, hau mir mal nicht vorm Spiegel ab. Wenn du schon hier stehst, dann kannst du gleich mal hier die Aknecreme draufkloppen. Was ist denn jetzt? Gefällt's dir nicht? Ach, Cherry, du bist vielleicht eine Nummer, ey, echt. Hier noch mehr Aknecreme. Das reicht doch noch nicht. Ja, komm hier und gleich nochmal. Drei Pickel, dreimal Aknecreme. Jawohl, schmier ein. So, und jetzt lasse ich dich in Ruhe, ne? Würde ich vorschlagen. Ach, deine Klamotten wollten wir ja auch nochmal ändern bei Gelegenheit. Naja, jetzt haben wir erstmal die Frisur. Ja, klar, und sie geht klampfen. Alter, wie wär's, wenn du duschen gehst? Was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Ach, es ist Sonntag, gleich 8 Uhr. Dann hat die Madame sie ja noch frei. Na gut, dann klampf du mal da rum. Schauen wir mal, wo Grandpa rumgammelt. Ach, das ist ja cool. Hier, du kannst hier auch gleich aufwischen. Ja, du. Ganz genau. Du wischst das jetzt mal auf, mein Freund. Ich hab's satt, dass ihr hier immer alle euren Dreck überall hinmacht. Der ja, Sauberkeit sieht ja ganz mies aus bei dir. Was möchtest du denn hier? Dr. Dre lieb haben? Okay, wo ist denn der Kater? Hier. Das können wir ja dann mal machen, bitte. Liebhaben, knuddeln. Und hier wolltest du dich mit Isabella anfreunden. So, knuddel mal den Kater. Oh Gott. Das Paris ist auch schon wieder wach. Dum, 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 dum. So, hier, knuddeln los. Jawohl, okay. Paris, my dear. Mein Schätzchen, mein gute Wieg. Nee, du gehst nicht hierher. Wir werden jetzt auch bei dir einen Makeover machen. Komm her, Kind. Für dich hatte ich ja eigentlich auch schon was Cooles. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit der Frisur. Aber da müssen wir mal gucken jetzt. Weil die sah ein bisschen komisch aus. Aber eigentlich fand ich es cool. Naja, ich muss sie nur finden. Hier war sie nicht, dann war sie hier. Moment mal. Wo haben wir sie denn? Genau. Und zwar hätte ich gerne Paris mal mit ihrer Haarfarbe soll ja bleiben, mit Mütze. Wie findet ihr denn das? Hinten sieht es ein bisschen angeklatscht aus, aber von vorne finde ich es ganz cool. Also hinten ist jetzt wirklich, ne? Also ganz schlimm. Da hat man sich jetzt irgendwie nicht so viel Mühe gegeben, aber von vorne finde ich es irgendwie witzig. Mit der Mütze oder andere Haarfarbe? Ne. Nee, andere Haarfarbe geht bei Paris irgendwie gar nicht, finde ich. Hier, das ist voll angeklatscht. Das hätte man mit Sicherheit besser machen können. Naja, ich habe jetzt die große Schnauze. Große Schnauze, ich wüsste gar nicht, wie es geht. Boah, das ist eine hübsche Frisur, aber viel zu streng für. Viel zu streng für die Madame. Ja, das mit der Mütze. Das hätte ich ganz gern. Ich hoffe, das gefällt euch auch einigermaßen, zumindest von vorne. So, hier. Tatam, zeig dich. Zeig dich, Kind. Ich sehe dich gar nicht. Ach, jetzt dreh dich doch nicht um. Harris. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, was macht ihr? Alter! Was wird denn das jetzt hier, wenn es mal fertig ist? Das ist aber nicht so geplant gewesen. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Nein, das möchte ich nicht. Ja, und er liegt jetzt glücklich auf der Couch. Ach, warum tut ihr mir das an? Warum? Was habe ich gemacht? Ach, ich will es gar nicht wissen. Macht ihr, was ihr wollt. Macht ihr sowieso, ne? Elende Bande. Was hast du denn jetzt schon wieder? Schon wieder aufs Klo? Ja, super. Herzchen, bling, bling. Ich glaube, mir ist schlecht. Ach ja, so, was macht sie da unten? Sie klampft noch fröhlich hin. Sie ist am Futtern und Grandpa spinnt einfach nur noch. Und muss schon wieder aufs Klo. Dr. Dre, bist du wenigstens noch? Wo bist du denn überhaupt, sag mal? Ja, faul im Katzenkörbchen. Kannst du mal hier die Hausaufgaben machen von der Cherry? Das wäre ja überhaupt mal die Idee. Cherry, komm mal her. Hausaufgaben, hör auf da unten. Komm hoch. Und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann könntest du mal hier, nee, wird nicht gespielt, hier wird geduscht. Oh Gott, ey.
Paris, 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 was soll nur aus dir werden, Kind? Jetzt habe ich dir so eine tolle Mütze verpasst. Dr. Dre hat heute frei, das ist schön. Jetzt habe ich dir so eine tolle Mütze verpasst. Könntest du mal dein anderes Outfit mal selbstständig? Komm, dreh dich mal, mach mal und dann hast du die anderen Klamotten an. Nö, will sie nicht. Oh Gott, der Haushälter kommt. Ein Glück. Haushälterin. Genau, ist Ariana. Grandpa, wie wär's denn, wenn du dich hier mal auf die Ariana stürzt? Der ist schon wieder am Klampfen. Kann der denn mal was mit der Ariana hier? Das wäre mir ja irgendwie lieber. Flirten? Das ist auch nur wieder abchecken. Überreden zu? Kämpfen mit? Ach, das ist ja alles blöd. Nee. Wie viel Kohle haben wir denn? 5000? Warte mal. Kann denn die Paris die Ariana mal überreden zu? Moment. Das kostet 1500. Komm her, das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Hör mal auf da. Überred doch mal bitte die Ariana zum Knutschen. Küssen. Grandpa. So, komm, mach mal. Paris. Du kannst das. Überzeug die mal. Die soll mal Grandpa knutschen. Der braucht das. So, genau. Jetzt macht sie erstmal Komplimente. Ach, so funktioniert das. Ey, macht die das? Mal gucken. Alter, die macht das. Was macht sie denn jetzt? Entspannen. Ja, jetzt hast du das Kind überredet hier mit Grandpa und so. Ne, das war anstrengend. Jetzt musste ich erstmal ins Bett werfen. Hast du auch recht, Kind. Okay. Ich bin gespannt, ihr Lieben. So, pass mal auf, Grandpa. Jetzt geht's gleich ganz furchtbar los. Und ob die liebe Ariana den lieben Grandpa jetzt ohne Ende abschlabbern wird, ihr Lieben, das seht ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin, eure Trin.